Hallo zusammen, weiter geht's mit Gunpoint und wir werden jetzt mal die niedriger bezahlten Missionen erledigen müssen, weil wir die anderen haben wir schon alle abgeschlossen und es hat nicht gut ausgesehen in der letzten Episode für uns. Ich hoffe, das können wir noch klären. Also, who the fuck are you? Conway, Freelance Espionage. Gessler, CEO, Intex. I need someone serious, are you? Not that serious, no. Whatever, I make guns. Rook make guns. Rook's working on some bullshit secret project she thinks is going to let her get around to gun ban, and she doesn't think I know about it. You're gonna steal it. Where is it? Good point. First you're gonna find out where it is. She's outsourcing all the work a company called TX Fabrications to keep it secret. Hit their admin center on Belsize Way and search the main terminal. I'll text you the code name you're looking for. Got it. Hey, das ist die gleiche Firma, wo wir unsere super Hosen her haben. Ach, und es sieht wieder ein bisschen überschaulicher aus. Wir müssen hier runter. Ah, gehen lieber. Ah nein, das ist kein Fenster, gut. Hast du gedacht, ich würde uns gerade abknallen? Oh, der hat eine Waffe. Ah, wenn er schießt, dann kann er Türen aufmachen. Das ist geil. Sehr, sehr geil. Wir können den grillieren. Gott, das ist so. Light Switch. Nein, schade. Das geht auch nicht, aber. Das geht auch nicht. Ah, das ist blau. Okay, wir müssen zuerst zu blau kommen. Und zwar gehen wir durch. Ah, wir könnten den Lift zuerst aufschicken, damit der auf die andere Seite schaut. Dazu müssten wir aber den zuerst ausschalten. Ah, Moment. Dem seine Waffe, wo können wir die denn? Die nie anders da machen. Schade. Okay, aber wenn er drüber läuft, ich mach da einfach mal auf. Okay, er ist ausgenockt. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir doch mal raufgehen. Und schade, kann man die Waffe nicht irgendwie neu verdrohten. Das ist wahrscheinlich alles zu weit weg. Oder wir können es nur einmal machen, weil wir hier das Batteriepack, das wir hier haben. Okay, jetzt schaut auf unsere Seite. Ah, hier ist nochmal das Batteriepack, sehr gut. Jetzt hätte er mit dem seine Waffe auch verkabeln können, aber. Ist momentan gar nicht nötig. So, was haben wir denn hier? Ah, die Kamera wird uns hier öffnen. Der Schalter wird die Tür öffnen. Oh, jetzt müssen wir nur. Ah, wir können ja einfach Stege ausarbeiten. Kein Problem. Tag. Und off. Jawohl. Was haben wir hier? Blau. Dann müssen wir schnell. So. Die Tür öffnen mit der Kamera und mit dem Schalter. Ups. Mit dem Schalter öffnen wir hier die Falltür wieder. Und wir flüchten. Easy peasy. Im Gegensatz zu den anderen krassen Aufträgen. Wir haben schon wieder 1600 an Geld. An Geld. An Dollar. Get it?
gutted the prototypes at the TX fabrication facility on Lyle. Fucking A, you'll hear from me when we were ready to move. Yeah, den habe ich schon lieber, der ist kurz angebunden. Power Capacity ein bisschen upgraden, Shop, was wollen wir da noch? Nein, ich will keine Waffe kaufen, das gefällt mir nicht. Ah, haben wir das nicht gekauft das letzte Mal? Ah, Türen einkicken wäre natürlich auch sehr, sehr geil, oder? Was haben wir da? Ah, ich tue jetzt einfach nochmal das kaufen. Und wir gehen weiter. Rook, the prototype. Conway, get in touch. There's something you should know about your Intex contract. Accept. I know you've taken a job to steal one of my prototypes. Yep. It's fine, you're freelance. You're under no obligation to my company. I'm contracting you because the job was a ruse. The prototype you're looking for doesn't exist. We fled the lethal weapon markets completely. We left, sorry. Well, that's gonna make my mission to retrieve it trickier. Maybe not. I'd actually like Intex to steal something from us, something with a tracker on it. I'd be interested to know where it ends up. Why are you telling me? We honestly don't have one. We don't have anything you could steal that would be convincing to Gessler as a prototype weapon, so I need you to steal one. From who? Meitle, red doch nicht immer so viel. The same fabrication company who make our prototypes, they build them for other clients too, and I want you to steal something they're making for the automotive industry. I won't look like a weapon, but Intex will know what it is. That means I'll get to their labs, it will get to their labs, and we can trace it there. So that I can give it to you, so that I can steal it from you. Yep. I love this job. Start mission. Zack. Ja, Freelance Spy. Hätt's nicht einfach. Oh, da haben wir gerade alles vereint. Super. Aber das ist rot. Nein, das ist fast zu einfach. Schön farbig alles. Zack. Ja, das ist fast zu einfach gewesen. So, wir hijacken mal das ganze Gebäude. Und was müssen wir machen? Ich würde sagen, wir öffnen mal die Türen hier unten. So, gut. Was ist das da blau? Wo müssen wir überhaupt hin? Da unten, ja, okay, jetzt ein Prototype. Da haben wir noch einen Bewegungsmelder. Eigentlich können wir einfach in der Mitte abspringen. Soll ich? Tack, den machen wir mal weg. Ach. Violett. Ah, genau, Violett, den müssen wir irgendwie aufbekommen. Wir bekommen Violett auf. Der ist blau. Blau können wir nicht bedienen. Okay. Violett haben wir nur den Bewegungsmelder da unten. So, und der Bewegungsmelder. Da müssen wir den hier irgendwie rausbekommen. Aber der wird nicht so schnell rauslaufen, oder? Okay, das ist doch nicht ganz so einfach, wie ich es zuerst gedacht habe. Ich gehe einfach mal schnell rauf. So. Jetzt überlegen wir drei Leute, die immer hin und her laufen.
einen grünen Bewegungsmelder. Dann könnt ihr die Türen öffnen. Jawohl, der öffnet die Türen. Der Bewegungsmelder könnte die Kamera abmachen. Es liegt nicht Kamera. Oh, genau, und die Kamera. Oh nein, shit. Die Kamera. Warte schnell. Wenn das Licht abgeht, schade, reagiert der Bewegungsmelder da nicht. So, aber jetzt wieder reagieren. Oh shit, wir werden runterfallen. müssen wir den Plan nochmal ein bisschen korrigieren wahrscheinlich. 3 Sekunden, 14 Sekunden geben wir uns. Zwar, wenn wir runterfallen. Fuck, ich weiss nicht, was wir machen, wenn wir runterfallen. Shit, das war kein so schlechter Plan. Ich probiere jetzt einfach anzuspringen, wenn wir runterfallen. Ich hüpfe hier in die Ecke und probiere ihn dann anzujucken. Tag, tag, tag. Shit! Okay, warte, bevor wir neu starten. Wir fallen runter, wir haben viel zu viel Licht. Wir haben zu viel Licht, genau. Und zwar muss der Schalter das abmachen. So, jetzt soll es klappen. Flieg, mein Junge, flieg! Shit, jetzt hat mich der oben abgeschossen. So. Okay, nochmal ein Versuch. Der ist richtig. Shit! Das wäre fast gegangen, oder? Fast aufgegangen. Der Alarm aktiviert das Licht. Ja! Ich bin nur ein bisschen in Panik hin und her gehüpft. Ah, warte schon, ich tue seine Waffe hier mal ein bisschen. Können wir nicht, schade. Ich muss hier mal. Okay, es ist eine Sache hier reinzukommen, die andere Sache wird dann wieder rauszukommen. So, wir können aber mal hier rüberlaufen. Zack, okay, wir haben es immerhin. Jetzt sollten wir noch wieder raufkommen. Hier rüber kommen wir. Oh je, Mann, da wird anders knapp. Ah, der kommt nicht mehr weg hier, das ist gut. Die sind alle auf dieser Seite gefangen. Oh oh. Das klappt nicht. Okay. Wenn wir doch die Waffe könnte irgendwie umpolen. Es hat überall ein bisschen zu viel Licht, finde ich. So, warte, wenn wir diesen Bewegungs... Die Türen könnten zumachen, wäre schon mal hilfreich. Geht aber nur mit dem Scannen hier oben. Bewegungsmelder. Was können wir mit Orange machen? Auch nichts Sinnvolles. Ich kann das Licht mal abmachen hier unten. So. Jetzt sehen die mich nicht, wenn ich hier ans Herz laufe. Die Türen hier, scheiß Dreck, machen wir mal zu. Ja, gut, weil sie natürlich gesehen, wenn wir den hier auch nicht eingesperrt hätten, den hier. Und den hier oben.
Naja. Ah, wir können die Türen nachher so aufmachen. Okay. Immerhin. Ah, wir können das Licht hier oben mal abmachen. Zack, warte schon. Nochmal zurück und nicht mehr verbinden. Jawohl. Okay, jetzt haben wir mal auf zwei Stöcke haben wir das Licht ab. Ah, wenn wir den hier noch könnten einschliessen, wäre super. Vielleicht gibt es einen Moment, wo beide in die Richtung schauen. Jawohl, eins, zwei. Nein, scheiße, ihr seht uns. Okay, aber das werden wir schaffen. Und zwar, wir müssen noch ein bisschen warten vom Timing her. Ich glaube, wir müssen schon losspringen. Springen. Es ist blöd, dass der obere ein bisschen vorher ist. So, jetzt aber. Eins, zwei, drei, komm, Schritt, Schritt, Schritt. Nein, das reicht nicht. Aber wenn wir hier rüber könnten gehen. Oh nein, das ist nur orange. Orange. Mann, ich glaube, ich könnte auch springen, oder? Ah, wieso habe ich das gerade gemacht? Da ist ja zum Glück dunkel, der sieht uns gar nicht. Oh. Warte schnell, geh nochmal auf. Oh. So. Nein, er hat mich in der Luft abgeschossen. Dummer Hund. Okay, ich sollte vielleicht nicht gerade vor ihm durchspringen. Aber blau haben wir nie, das ist, finde ich, ein bisschen scheiße. Die Türen können wir gar nicht aufmachen. Das heisst, ich muss da durchspringen. Ha, hat mich nicht verwünscht. Jawohl, wir haben es geschafft. Ist ein bisschen länger gegangen, aber wir haben es geschafft. Find it okay? Yep. Great, drop it in the trash can at Union. I'll have someone pick it up, plant the tracker and move it to the TX facility. End call. So, wir gehen das Batterie-Upgrade aus. Shop, wenn wir etwas neu kaufen. Ich hätte mir ein bisschen Batterie kaufen, oder? Wenn ich genug Geld. So. Und das wär's auch schon wieder gewesen mit Gunpoint. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Tschüss zusammen.